So Leute, und herzlich willkommen zu ein kleines, aber feines Unboxing. Ihr seht heute ein Handy. Das ist von Vico. Herising. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn, dann seht ihr es nämlich nochmal in der Beschreibung. Ja, wir sehen hier ein schönes kleines Handy. Schön verpackt, muss ich sagen. Die Verpackung gefällt mir. Hier sehen wir ein paar technische Daten. Ich sehe sie, glaube ich, jetzt gerade nicht so wirklich. Es hat jedenfalls, komm mal näher, wenn wir das Handy jetzt gleich auspacken. Jedenfalls auf der Seite die Verpackung. Auf der Seite. Und die Kamera sollte eigentlich nicht herumspinnen, aber sie macht das. Ja, ziehen wir einfach mal diese Hülle hier ab. So, kommen wir hier eine schöne, schwarze, schöne Verpackung. Ja, hier haben wir ein bisschen Eigenwerbung, weil ich die ganzen Nummern nicht zeigen wollte. Und so alles. Ja, die Verpackung ganz schön gemacht. Okay, kommen wir weiter zu das Herzstück dieses Unboxings. Das machen wir erstmal zur Seite. So, die Hülle nehmen wir ab. Legen wir zur Seite. Legen wir dorthin. Dann haben wir hier das schöne Handy, jetzt gerade falsch herum drin. Das passt hier auch super. Hier das schöne Handy. Da sieht man die Kamera. Die Softbox, das Handy packen wir aber erstmal zur Seite. Dann haben wir hier eine schöne kleine Verpackung, die wir hier so mit der Hand öffnen können. Und dann sehen wir das Innere. Einmal haben wir hier die Kopfhörer, standardgemäß, einfache. Naja, ich will sie nicht tragen. Wer sie tragen will, ist aus dem Headset. Ja, dann haben wir hier ein Micro-USB-Kabel zur Datenübertragung und zum Laden. Auch ganz gut. Dann haben wir ein paar Kleinteile, wo wir sind für SIM-Karte und für Micro, Nano, alle SIM-Karten, die es auf dem Markt gibt. Und ein Stecker, um die SIM-Karten dann nachher hier aufs Handy Hülle, diesen Adapter. Dann haben wir hier ein kleines Ladekabel, auch gut verpackt. Fühlt sich nicht schlecht an, das Ladekabel. Fühlt sich echt das Gehäuse. Wo es Plastik ist, fühlt sich richtig gut an. Und wir haben hier ein paar Anleitungen. Auch auf Deutsch, das ist wunderschön, aber ist Klopapier. Eine Garantie-Hinweissache, wenn man es behalten soll, was Garantie ist und was nicht. Packen wir auch das ganze Sachen. Kommen wir zu das schöne kleine Handy. Wir schieben es erstmal hier aus dieser schönen Verpackung raus. Auch geht leicht. So, da haben wir das Handy. So, hier sieht es das Handy hier gerade. Hier oben haben wir einmal einen Lautsprecher. Besser gesagt, eine Box eingebaut. Die Kamera hat 5 Megapixel, relativ gut für Selfies und so. Dann haben wir hier eine kleine Lichtlampe, die leuchtet, glaube ich, rot und grün. Dann haben wir hier einen kleinen Sensor daneben, den sieht man gerade aber nicht. Den typischen, man es gerade sieht hier, ich glaube nicht. Also jedenfalls ist hier dann zu Home-Button, also Menü, Home, Zurück-Taste. Auf der Rückseite, die Kamera hat sage und schreibe 8 Megapixel, nicht viel, aber ausreichend für normale Sachen, eine LED. Unten ist hier eine Box, die sieht man vielleicht kaum, doch jetzt hier. Auf der Oberseite haben wir für 3,5 mm Klinkenkopfhörer Anschluss. Auf der linken Seite haben wir einmal einen Slot, wo die SD-Karte zum Telefonieren und für Internet reinkommt. Auf der rechten Seite haben wir für Nano-SIM, um eine zweite SIM-Karte reinzupacken oder um eine SD-Karte bis zu 32 GB reinzupacken. Dann haben wir hier einmal den An-Aus-Tastensperrknopf, Laut-Leise-Wippe. Auf der Unterseite Datenübertragung, daneben gleich der Mikrofon zum Telefonieren, auch sehr gut. Das Gehäuse ist aus Plastik. Das hier auch, das soll grau sein. Ich finde, es wirkt mehr schwarz. Aber gut verpackt, liegt gut in der Hand. Aber wir kommen bald mehr zum Praxissatz. Kommen wir, was noch ein Handy drin ist. Wir haben Android 4.4 KitKat drauf. 1,4 GHz Quad-Core-Prozessor auf diesem Handy. Wir haben 1 GB RAM. Eigener Speicher sind 4 GB. Nicht viel, aber naja. Wir haben hier ein HD-Display von maximal 1280x720 Pixel, also kein Full HD. Es hat kein LTE, das Handy. Nur mal so zu nehmen. Bei. Gibt es noch was zu sagen? Ja, das Handy ist nur schlanke, leichte 124 Gramm. Merkt man kaum. Der Akku befestigt mit 2
1000 mAh reicht aus zum Telefonieren und für andere Sachen auch ganz gut gemacht, ja. Aber Leute, nicht viel herumreden. Ich werde euch in diesem Handy noch ein kleines Praxistest machen, wo ihr alles in diesem Handy erfährt, was man damit machen kann, wie die Kamera ist. Das kommt ungefähr nächste Woche oder in 2 Wochen, je nachdem, wie schnell und wie ich es schaffe. Das war's von dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da. Wenn nicht, dann schaut später doch mal vorbei. Kommentiert mal, was ihr zu diesem kleinen Unboxing sagt, ob ihr sowas öfters haben wollt oder nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye!